Immer wieder wird an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte in den Kirchen erzählt. Vielleicht kennst du ja auch schon die Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie erzählt. Da ist Maria, diese schwangere Frau. Und dann kommt ein Engel zu ihr und dieser Engel sagt ihr, Maria, du wirst ein besonderes Kind zur Welt bringen. Weil der Kaiser seine Listen aktualisieren will, müssen diese schwangere Frau Maria und ihr Verlobter Josef nach Bethlehem reisen. In Bethlehem angekommen, finden sie dort keinen Platz, wo sie bleiben können. Die Herbergen sind alle voll. Und so landen sie schlussendlich in einem Raum, in dem eine Futterkrippe steht. Und dort, in diesem Raum, dort bringt Maria dieses Baby auf die Welt. Ihr erstes Kind. Und dieses erste Kind, diese Neugeborene, ist was ganz Besonderes. Jesus, der vom Engel als Retter angekündigt wurde, ist geboren. Und dieses besondere Kind wird erstmal in diese Futterkrippe gelegt. Und dann kommt Besuch. Lukas erzählt uns von den Hirten. Die Hirten sind draußen auf dem Feld bei ihren Schafen. Und dann begegnet auch ihnen ein Engel. Und dieser Engel sagt ihnen, heute ist euch der Heiland geboren. Euer Retter ist da. Und ihr werdet dieses Kind finden, in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und so spricht der Engel die Einladung an die Hirten aus, zu diesem neugeborenen Kind zu kommen. Und die Hirten kommen zu diesem Raum mit der Futterkrippe und entdecken in der Futterkrippe diesen neugeborenen Jesus. Matthäus erzählt uns von den Weisen aus dem Morgenland. Er erzählt, wie diese klugen Sterndeuter anhand eines Sterns erkennen, dass in Israel ein neuer König geboren ist. Und es lässt sie aufbrechen mit Geschenken. Sie ziehen aus dem fernen Osten nach Israel und suchen den König. Im Königspalast finden sie ihn nicht, doch der Stern zeigt ihnen dann den Weg bis zur Futterkrippe, in dem dieses neugeborene Kind liegt. Und so kommen auch die Weisen aus dem Morgenland zu Besuch bei Maria, die gerade frisch ein Kind auf die Welt gebracht hat. Und diese Weisen, die haben Geschenke dabei, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Viele von uns kennen diese Geschichten und bestimmt hast du die Geschichte so oder so ähnlich auch schon mal irgendwo gehört. Jahr für Jahr werden diese Geschichten in den Kirchen erzählt, rund um Weihnachten. Aber warum erzählen wir eigentlich immer noch diese Geschichte von dieser Maria, die als Jungfrau schwanger wird und dann ein Kind auf die Welt bringt? Warum erzählen wir die Geschichte, wie Maria und ihr Verlobte nach Bethlehem reisen müssen wegen diesem Kaiser und wegen diesen Volkszählungen? Warum erzählen wir immer noch die Geschichte, wie diese Menschen aus dem fernen Osten nach Israel kommen, um diesen neugeborenen König zu finden? Was hat dieses Weihnachten und was hat diese Weihnachtsgeschichte eigentlich mit uns heute zu tun? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich dir noch meine Geschichte erzählen. In den weitläufigen Ländereien eines angesehenen Gutshofs diente ein treuer Knecht seinem angesehenen Herrn. Der Knecht erhegte eine tiefe Wertschätzung für seinen Gutsherrn. Sein Herr war gutmütig, großzügig und immer sehr klar in seinen Anweisungen. Doch mit diesen Tugenden gingen eben auch hohe Erwartungen und anspruchsvolle Maßstäbe einher. Der Knecht bemühte sich, exzellente Arbeit zu leisten. Er stand früh auf, um möglichst viel aus seinem Tag zu machen und um seine ganze Arbeit gut und auch im Zeitplan zu verrichten. Er wollte die ihm übertragenen Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit seines Herrn zu Ende bringen. Doch immer wieder stieß er an seine Grenzen. Er merkte, egal wie sehr er sich anstrengte, es gab Aufgaben, die konnte er nicht zur Zufriedenheit von sich selbst erledigen. Und es gab Aufgaben, zu denen kam er nicht, weil die Fülle der Aufgaben zu groß war. Trotz allen Bemühungen vermochte er es nicht, den Ansprüchen seines Herrn immer zu genügen. Und als er wieder einmal scheiterte, da wuchs in ihm eine immer tiefere Unzufriedenheit. Er wollte es seinem Herrn doch recht machen, aber er schaffte es einfach nicht. Mit der Zeit wurde der Knecht immer unzufriedener. Er stand morgens auf und manchmal fragte er sich, warum soll ich mich heute überhaupt an die Arbeit machen? Ich werde doch eh nicht alles schaffen. Und ich werde manche Aufgaben nicht so gut schaffen, wie ich es eigentlich machen müsste. Und wenn er dann abends ins Bett ging, dann fragte er sich, war mein Herr wohl heute mit mir zufrieden? Und dann fielen ihm all die Dinge ein, die er gut gemacht hatte. Aber ihm fielen auch die Dinge ein, die er nicht geschafft hatte oder an denen er gescheitert war.
Würde das reichen in den Augen seines Herrn? Derselbe Gutsherr hatte auch Kinder, darunter ein aufgewecktes, 8-jähriges Mädchen. Und dieses Mädchen, das liebte es, mit seinem Vater über diesen Gutshof zu spazieren. Wenn das Mädchen einen schönen Schmetterling entdeckte, dann freute es sich und wies seinen Vater darauf hin. »Guck mal, Papa, was für ein schöner Schmetterling!« Das Mädchen tollte gerne überall auf dem Gutshof herum, wenn es mit seinen Geschwistern spielte. Und von Zeit zu Zeit ging dann auch mal etwas zu Bruch. Sei es eine Vase, ein Spielzeugpferd oder sogar ein Fenster. Doch das Mädchen wusste genau, wie sie damit umgehen sollte. Sie ging zu ihrem Vater, erzählte ihm, was passiert war, bat ihn um Verzeihung und versprach, es nächstes Mal nicht mehr zu machen. Und auch wenn ihr Vater streng war mit ihr, wusste sie doch, dass ihr Vater ihr vergibt und dass er den Schaden wieder reparieren würde. Sie wusste, selbst wenn ihr Vater richtig streng sein konnte, so würde er sie doch am Ende in die Arme schließen. Dann würde ihr Vater sich darum kümmern, dass eine neue Vase angeschafft wird oder das Fenster repariert wird. Sie wusste, dass ihr Vater sie immer liebte und für sie sorgte, egal welche Missgeschicke ihr passierten. Paulus beantwortet die Frage, warum ist Weihnachten für uns heute noch wichtig, so. Er sagt, die meisten Menschen haben ein Bild von Gott wie der Knecht von seinem Gutsherrn. Wir Menschen fragen uns, haben wir gut genug gelebt? Haben wir insgesamt mehr gut als schlecht gemacht? Und auf welche Seite kippt diese Waage am Ende unseres Lebens? Paulus sagt, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns von Knechten zu Kindern macht. Jesus kommt, um uns eine neue Perspektive zu geben. Er schenkt uns die Perspektive von diesem Kind. Und als Kind Gottes darfst du dich an allem freuen, was dein Vater dir schenkt. An deinem Leben, an der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Daran, dass du Hand in Hand mit Gott durchs Leben gehen darfst. Aber auch an jedem noch so kleinen Schmetterling. Aber auch an dem Wissen, dass Gott selber alles, was kaputt geht, auch wieder ganz machen kann. Und auch an diese tiefen Zuversicht, dass für die Kinder Gottes ein ewiges Leben wartet, in der Gegenwart von Gott, diesem guten Vater. Und dieses ewige Leben wartet auf die Kinder Gottes und es ist geschenkt, nicht verdient. Paulus sagt, Jesus wurde geboren, damit wir von Knechten, die versuchen, vor Gott gut dazustehen, zu Kindern werden, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind und die wissen, dass sie als Kinder Gottes zur Familie Gottes gehören. Und Jesus ist dazu gekommen, um uns in diese Familie Gottes zu adoptieren. Das ist das richtig, richtig große Weihnachtsgeschenk, das Gott jedem von uns an Weihnachten schenkt. Er schenkt uns seinen Sohn und mit ihm schenkt er uns, dass er uns in seine Familie adoptieren möchte, dass er uns zu Kindern Gottes machen möchte. Und genau dieses große Weihnachtsgeschenk ist der Grund dafür, warum die Weihnachtsgeschichte heute immer noch genauso wichtig ist wie letztes Jahr und wie vorletztes Jahr und auch vor 1500 Jahren und auch noch vorher. Das ist der Grund für Weihnachten. Jesus kommt, um uns die Möglichkeit zu geben, Kinder Gottes zu werden. Wir dürfen Kinder Gottes werden mit allem, was dazugehört. Wir dürfen Gott selber Vater nennen. Wir dürfen frei und offen mit ihm sprechen. Und wir dürfen wissen, alles, was ihm gehört, daran dürfen wir auch Anteil haben. Und wir dürfen wissen, dass er für uns sorgt und dass er sich um uns kümmert, wie ein guter Vater sich um seine Kinder kümmert. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss die Weihnachtsgeschichte vorlesen, so wie Paulus sie erzählt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. In diesem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachten, unabhängig davon,
wann du dieses Video anguckst, wünsche ich dir, dass du dich an diesem Weihnachtsfest freuen kannst. Das Weihnachtsfest ist ein Weihnachtsgeschenk für dich. Gott sendet seinen Sohn, damit du Kind Gottes sein kannst. Mit allem, was dazu gehört. Deswegen frohe Weihnachten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!